Ja, Leute, willkommen zurück. Beim letzten Mal habe ich schön 1,5 Stunden an unserem super Dach und Turm gebaut. Leider, ja, habe ich dann beim Rendern festgestellt, dass der Ton nicht mit aufgenommen wurde. Also, weil ich hier rumgebrabbelt habe. Drum habe ich die ganze Aufnahme kurzerhand gelöscht. War stinkesauer. Aber was will man machen? Drum bleibt mir ja nichts anderes übrig, als einfach nur jetzt mal euch zu zeigen, was ich, oder besser gesagt wir, vollbracht haben. Da komme ich jetzt natürlich auch nicht hoch. Ein bisschen Erde brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Das kommt davon, wenn man das Aufnahmeprogramm nicht zwischendurch mal checkt, bevor man aufnimmt, um zu gucken, ob das Mikrofon auch mit angewählt ist. Und das war es definitiv nicht. Und schon hatte ich die Scheiße. Ja, auf jeden Fall, hier haben wir einmal komplett rundherum schon mal so eine kleine Ebene gezogen. Da der Turm hat die Höhe erreicht, die er erreichen sollte. Höher wird er nicht werden. Gehen wir mal hier hin, da können wir uns das mal ganz kurz angucken. Ich hätte ihn auch ganz gerne spitzer gehabt, ich hätte auch noch was gemacht gehabt, aber das sah dann totaler Scheiße aus. Drum habe ich das kurz dann wieder abgerissen, das war natürlich alles mit in der Aufnahme. Was ihr natürlich jetzt nicht seht. Weil ohne Ton, na gut, Ton war jetzt schon vom Spiel zwar schon drin, aber nicht der Gesabbel. Habe ich mir gelassen, das dann halt weggelassen und gedacht, dann löschte die ganzen Aufnahme. Da muss man halt mit leben. Hochladen wollte ich es nicht. Gut, dann gehen wir mal jetzt hier runter. Dann zeige ich mal ganz kurz hier, wie das hier ist. Wie gesagt, die nächste Etage ist ja direkt daneben gekommen. Auch wieder hier. Dann ist ja hier das Dachgeschoss dann halt. Ne? Muss man halt sehen, wie ich hier noch in der Mitte Beleuchtung reinkriege. Weil ohne die Fackel ist das hier nämlich Spawngebiet für Monsters. Das muss ja nicht sein. Die Baumfarm hatten wir noch abgeerntet, bevor ich die Aufnahme abgebrochen hatte. Und dann halt hier das Dach noch gebaut. So ein bisschen. Und dann hatte ich die Schnauze voll. Das war über eine Stunde Arbeit. Ich dachte, dann breche ich das ab. Und da ich dann beim Rendern jetzt gemerkt habe, dass das nicht da ist, habe ich gedacht, hänge ich nochmal ganz kurz was dran, um Vincent zeigen zu können, was sich getan hat. Damit es nicht heißt, wieso ist das auf einmal da und wir haben davon nichts gesehen. Ja, gesehen habt ihr das nicht, weil ich halt den Ton nicht aufgenommen hatte. Kann sich aber sehen lassen. Dach machen wir vielleicht noch ein kleines bisschen anders, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Gehen wir mal kurz da hinten hin. Und da ist gerade noch frei, da könnte ich eigentlich auch noch mal kurz mich mal ein bisschen Dschungelholz bemühen. Das abernten. So geht es doch eigentlich. Kann man ranzoomen? Ja, kann ich. Die Taste ist noch so geblieben, wie sie war. Aber manchmal ändert sie sich komischerweise. Weil doch. Kann man so lassen. Hätte ich ihn ganz gerne noch ein bisschen spitzer gehabt, aber nun ja, geht doch eigentlich. Noch eben die Bäume mit, damit wir nicht ganz umsonst die Aufnahmen gestartet haben. Habt ihr wenigstens gesehen, was passiert ist? Dann werden wir nächste Mal direkt das Dach weitermachen. Nur nicht mehr heute. Ich wollte das nur eben noch schnell jetzt aufnehmen, damit man sieht, was an dem Haus passiert ist. Vergesse ich das nämlich nächstes Mal aufzuzeichnen und dann heißt es, warum ist das auf einmal so weit mit dem Haus? Jetzt weiß man warum, weil die Aufnahme leider, was heißt leider, ja, hat auch leider nicht geklappt. Und habe es gelöscht. Das ist alles nur wegen dem Ton, weil das Mikrofon nicht mit in dem Aufnahmeprogramm drin war. Verstehe ich zwar auch nicht, warum das auf einmal da rausgenommen wurde.
sollte man eigentlich sich zur Angewohnheit machen, das eigentlich zu kontrollieren. Aber normalerweise hat das schon immer gesagt, wenn das Mikrofon nicht eingestöpselt war, sofort gemeckert. Aber ist diesmal nicht getan. Komischerweise. Dafür nehmen wir dann eben die Bäume mit. Brauchen wir sowieso. So. Nehmen wir noch einen von denen mit, oder? Ja, ne? Komm, nehmen wir von denen auch noch einen mit. Das soll der Geiz. Reicht ja direkt. Kann man direkt neu pflanzen. Wunderbar. Ich nehme auch wieder mit, damit du nicht hier umsonst gewachsen bist. Gut. Gehen wir wieder zurück in unsere Hütte. Die jetzt mittlerweile schön Form annimmt. Sieht auch wunderbar aus mittlerweile. Das ist die Frage, wie wir später das von ihnen einrichten werden. Das fehlt noch ein Glanzstück. Naja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wie wir das später gut ausschauen lassen. Ah, es ist eh gleich dunkel, dann hauen wir es gleich in die Falle. Die paar Sekunden warten wir noch ab. Und dann haben wir es. So. Und damit sage ich dann auch gleichzeitig Bye bye, good night. Ciao und so weiter.